Oh, da sind wir wieder. Jo. Und schon am Quest sammeln. Ich mach mal eine goldene Truhe auf. Ja. Ich mach ab Level 25. Ja, hätte ich glaube ich auch machen sollen. Ich will den Sawtooth-Bastarden nicht nur ihre Bomben nehmen, Slab. Ich will ihnen ihren Stolz nehmen. Hisse unsere Slab-Flaggen über ihren Caps in Sawtooth Gordon, um Mortars Männer zu zeigen, wer die wahren Badasses sind. Du musst ein bisschen lauter reden, Aaron. Was? Du musst ein bisschen lauter reden. Ja. Sonst hört man dich so schlecht. Gott, weißt du, was an dir super ist? Du stellst keine Fragen. Wenn du mir ein paar Kreaturenkörperteile besorgen könntest, ohne mich zu löchern, wieso? Das wäre spitze. Das ist eine kurze Geschichte. Ich schreibe Kurzgeschichten. Es war abgemacht, die Beute durch vier zu teilen, aber bevor es dazu kam, hat sie sich einer komplett unter den Nagel gerissen. Diese Idioten schreien sich immer noch an. Hier ist Marshall Friedman. Wenn du mir einen Gefallen tun und diese Trottel zum Schweigen bringen willst, damit ich mein Nickerchen fortsetzen kann, dann wisse, dass nur einer von ihnen die Wahrheit sagen wird. Die anderen drei sind Lügner. Wenn du rauskriegst, welcher die anderen ausgeraubt hat, verpasst ihm von mir eine Kugel in den Kopf. Das wäre prima. Was macht er? Er schläft oder was? Okay, welches wollen wir machen? Wo sollen denn die Leute verhören? Hier, wo ich bin. Laut. Also dieser Jim Keppler hat ein Dollarzeichen auf dem Rücken. Das habe ich mir eben auch gedacht. Wir können auch eine Granate schießen. Hinwerfen und alle töten. Nein. Dann erschießen wir diesen Jim Keppler, oder? Ja. Ha, dann hat Jim das Geld also doch geklaut. Oh Gott. Aber wir waren doch Freunde. Das ist echt traurig. Aber vielleicht können wir daraus ja eine Lehre ziehen. Ja, die Lehre, dass Jim das Geld geklaut hat. Tja. Tja. Irgendein muss das erwischen. Ja. Welche Quest machen wir? Mir egal. Machen wir Hell Hath No Fury. An Opportunity. Opportunity. Kill Foreman. Brauch unbedingt neues Scharfschützengewehr. Hier können wir auch noch eine Quest annehmen. Jetzt ganz. Na, jetzt sollen wir wieder die Statuen kaputt machen. Ja. Hi. Hi. Jo. Frag Trap sagt hi. Constructor. Auch der Rechen. Das wird ein Spaß. Ich glaube auch.
Ich hätte mich raufgehen sollen. Ja. Das war eine Granate. Aber hier oben hinter dir, rechts von dir. Ja. Zeigt dir an, wo ich bin. Ja, ja. War noch nicht ganz klar. Wie der Pascal gestern die ganze Zeit bei Daisy. Wo bist du, Aaron? Wo ist Aaron? Wo ist Aaron? Oh. Einfach mal reinschießen. Ah, ich wollte gerade die Leichen looten. Oh. Ja, Shift loslassen. Oh ja. Immer wieder. Ja. Borderlands gab es letztens irgendwann für... Was haben wir bezahlt? Wenig auf jeden Fall. Wir hatten es damals schon mal auf PlayStation 3 gespielt, aber auf PC ist es noch ein Tacken besser. Was war denn das? Oh, einfach stuck da. Das war's. Das klingt mich mal aus. Über den Constructor ist so ein Reparaturbot. Ja. Siehst du den? Noch gar nicht durchgespielt. Wird mal Zeit. Wie weit geht das denn? Also, kann man, wenn die Story durch hat, spielt man dann weiter oder war es das dann? Schon, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, hier wird es eskalieren. Hier ist auch die Orbital Delivery Zone. Wird Zeit, dass wir hier mal deliveren. Oh, da hinten ist auch noch einer. So. Haha. Ja. Ja, PBR leider. Ich hänge hier fest.
Overseer. Wir müssen zum Overseer. Stimmt, den müssen wir doch starten oder so. Achso. Wir sind jetzt eine Mami. Hey, cool. Wir müssen ihn schützen. Warum müssen wir den beschützen? Weil er sonst kaputt geht. Schon 88.000. 88.000? Dollar. Achso. Space Dollar. Ich nur 70.000. Wäre ich nicht so oft gestorben letztens, hätte ich schon fast 100.000. Ja, da kommen die schnell. Oh, Level up. Da ist einer, pass auf, hinten dran. Das macht man. Wie macht man nochmal Nahkampf? Doch, hat er so lange gebraucht. Ja. Das gut? Hast du dich abreagiert? Eine von vier. Schön. Dann geh jetzt heim und lass mein Eigentum in Ruhe. Sonst haben wir ein verdammtes Problem. Das reicht's. Muss ich das Vieh wieder anlabern? Shift loslassen. Ja. Sollte man nicht so nah rangehen. Ja. Oh, da war ein Konstruktor. Ja. Man kann das Spiel öfter durchspielen, es wird dann immer schwerer. Und da haben wir, glaube ich, noch einiges vor. Ja. Thank you.
Deathtrap. Deathtrap. Ah, stimmt. So viele, ey. Badass Slow, da. Und der nächste. Ja, Snacky. Oh, ich sag grad, wenn wir nicht kämpfen wollen, können wir einfach weglaufen. Dass keine Gegner bei dem Dings ist. Boah. Aber wir. Danke für den Tipp. Ja, danke für den Tipp, aber. Was gibt es Schöneres als Tod? Als Krieg. Um den Krieg zu überleben, musst du selbst im Krieg werden. Ja. Oh ja, der Nabus. Ich habe mir erstmal alle Grenades genommen, weil die hauen schon echt krass rein. Ja, ich habe nicht so die. Hier ist so ein Sammelbot. Auf mein Befehl! Noch kurz davon. Wo? Oder hin? Was? Grenado. Oder so ein Loader und so ein Zeug, guck mal. Kann ich in den Laser hüpfen? Du bist lieber nicht. Guck mal, Claptrap, Deathtrap erreicht irgendwas. So. Die Statue. Ja, ich denke, beim ersten Mal durchspielen sind wir noch nicht ganz so faul. Sind noch wie kleine Kinder, die die Welt entdecken. Oh ja, guck mal hier, eine grüne Shotgun. Ja, hab ich gesehen. Aber ich mag Shotguns irgendwie nicht so. Ja, ich skill dann doch. Wenn das hier rum ist. Hä, ja, der schneidet gar nicht mehr durch. Okay. Weil er gerade die ganze Zeit von daneben jetzt tanzt er. Ich wusste, dass er explodiert. Ja. Deswegen bin ich schon ein bisschen weg. Also ich hab's mir gedacht. So ein Volltrottel. Sieg! Opportunity. So aus wie eine behinderte Biene. So eine Hummel. Ja. Auf einmal explodiert. Warum? Man kann durch die Statue durchlaufen. Status unsichtbar. Abschluss. Warte mal, sollten wir hier nicht. Hatten wir nicht noch eine Quest hier? Ja. Warte, kill four men. Ja. Auch in Opportunity. Hell hath no fury. Bam. Es müsste hier noch so Parkour-Elemente geben. Hier so Wallride. Guck mal, was du übersehen hast. Du bist so einfach drüber gesprungen und sagst BAM.
Das ist schon so bad. Ich wollte hier so Wallride machen. Zack. Und ja. Weiter. Ja, das wäre echt cool, wenn es so parkourmäßig wäre noch. Wie, es gab doch mal diesen Shooter Brink. Mhm. Der war an sich eigentlich cool, aber haben leider sehr, sehr wenige gespielt. So ist immer schlecht für Multiplayer-Spiele. Ja. Was war das? Achtung, Warloader. Ich habe auch meinen Skillpunkt noch gar nicht verteilt. Ja, ich auch nicht. Können wir gleich mal machen, wenn die Welle rum ist. Der schießt. Da hinten. Boah, so ein gepanzerter. Ah, das ist er. Ach, der ist vorne. Er ist geslaggt. Badass Loader. Das kann aber. Diese Kasse, die schwebt auch einfach. Wie die schwebt. Die Granate fliegt. Die fliegt sie im Ziel. Ne, ich hab grad nicht den Witz von Claptrap gehört, du? Ne. Hat sich leider selten hin. Hat jemand gesagt, wir sollen da hin, oder? Oder was? Ja. Was gibt's denn hier? Ja. Okay, jetzt kann man hier erstmal kurz skillen. Ich muss eh irgendwann noch meine Skillpunkte neu verteilen. Schon wieder? Deathtrap stellt Schilde wieder her. Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Gut, dann. Ja, ich mach das hier. Nur noch Unlock Performance Shared. So, wieder zurück. Claptrap hat gesagt, die Stadt wird vorübergehend sicher sein, für immer.
noch mehr. Das ist wie fast ganz viele. Ja. Ach, die können wir in Ruhe lassen. Wir sehen uns nicht. Schon werden wir faul. Ja. Wir müssen hoch, oder? Ja. Auf der Höhe. Ah, dann müssen wir hier raus. Meinst du? Denke, also. Ja. Ich glaube. Man müsste auch so einen Spielerport machen können oder so. Klingt, als hätte dieser Schlüssel genau die richtige Größe. Sieh nach, ob was Nützliches drin ist. Wenn ich mich mit Sprengungen auskenne, und das nehme ich doch an, könntest du mit Hilfe dieser Sprengladungen die Baustelle fluten. Wenn du die Rückhaltemauer in der Nähe sprengst und diese Gruben flutest, bin ich dir ewig dankbar. Das alte Busenwunder ist immer noch sauer auf mich, was? Ich meine, versteh mich nicht falsch, ich verstehe auch nicht. Oh. Da unten müssen wir nicht lang, ich bin hier oben. Oh, was ist aktiviert? Du hast Krieg aktiviert. Ich? Könnte man Munition irgendwo kaufen. Ja. Komm einfach hier rüber. Wir springen dann da unten rein. Schon mal vor. Bist du unter mir? Ja. Wow. Wow. Oh oh. Wo bist du? Über dir. Ich glaube, ich komme jetzt aber runter. Ja, ja. Das füllt sich immer mehr, oder? Ja. Ja, lassen wir die einfach ertrinken. Abschluss. Überall Chaos angerichtet. Alles tot. Hab auch nochmal drauf geschossen. Sehr gut.
Ja, du könntest dir. Ich weiß nicht, ob die gut für dich ist. Aber hier gibt's so eine Granate rechts bei Item of the Day. Die ziehen sogar dem anderen Energie ab, glaube ich, was du kommst. Hm. Ja, ich denke, würde ich mir sogar holen. Die würde ich mir sogar holen. Ich würde jetzt gerne mal testen. Werf doch mal eine. Hier gibt es dann noch eine Granate, kannst du auch nehmen. Sie suchen jetzt Gegner. Okay, man hat keinen gefunden. Explodieren dann auch. Ja, wir sind so. Das ist aber gut, weil ich ja sowieso viel Elementarschaden brauche. Ja. Oder Sachen, die sowas überhaupt haben. Hi, dies ist eine Botschaft von Handsome Jack an die Bauarbeiter von Opportunity. Ihr Gentleman errichtet die Zukunft. Sobald die Stadt fertig ist und ihre sorgfältig ausgewählten Einwohner anrücken, werdet ihr die wahre Schönheit sehen können, die Opportunity. Mal die Quest abgeben. Die Quest. Roland getötet? Verdammt! Er hat mir mit Mr. Schenk geholfen und sich im Gegensatz zu fast jedem anderen Kerl in der Gegend immer wie ein Gentleman benommen. Warte, erstmal die fertigen Quests. Sehen die Worte recht? Verdammt! Müssen wir eigentlich mal kurz einen Cut setzen. Ja. Dann tun wir das. Für unsere YouTube-Freunde sagen wir bis zur nächsten Folge. Yes. Und unseren Streamer-Kumpel, wir sind gleich wieder da. So.